Die Sombrens, wie der Name bereits verrät, sind eine außerirdische Spezies, die von den düsteren Seiten des Universums fasziniert ist. Deren Kultur ist tief verwurzelt in den Konzepten der Geheimhaltung, mentalen Stärke und komplexen zwischenmenschlichen Beziehungen. Hier einige Einblicke in ihre kulturellen Bräuche und Rituale. Gedankenspinne, Mentis Texere. Da die Sombrens telepathisch kommunizieren, ist ein zentrales Ritual das Gedankenspinnen, eine Zeremonie, bei der Einzelpersonen ihre Gedanken und Erfahrungen in ein kollektives Bewusstseinsnetzwerk einfließen lassen. Dies geschieht bei bedeutenden Anlässen wie der Geburt, dem Erreichen der Volljährigkeit und Beerdigungen, um den Zusammenhalt zu stärken und gegenseitiges Verständnis zu fördern. Schattentanz, Umbra Saltatio. Um ihre Verbindung zur Dunkelheit zu feiern, führen die Sombrens komplexe Tänze auf, bei denen sie sich in dunkle Gewänder hüllen und beinahe mit den Schatten verschmelzen. Diese Tänze dienen meditativen, lehrreichen oder auch unterhaltsamen Zwecken bei Festlichkeiten oder rituellen Gelegenheiten. Verschwiegenheitsgelübde, Taciturnitas Votum. In der Kultur der Sombrens spielt absolute Diskretion eine bedeutende Rolle. Als Heranwachsende legen sie in einer Zeremonie das Gelübde der Verschwiegenheit ab, was bedeutet, dass sie ohne ausdrückliche Zustimmung niemals Gedanken oder Informationen preisgeben. Gedankenreisen, Mentis Peregrinatio. Sombrens, die das erforderliche Alter und die geistige Reife erreicht haben, begeben sich auf symbolische Reisen in abgelegene Gebiete. Dort meditieren sie, um ihre telepathischen Fähigkeiten zu stärken und die tiefsten Ebenen ihres eigenen Bewusstseins zu erforschen, um ihre persönliche Identität zu festigen. Erinnerungsverknüpfungen, Memoriae Vinculum. Wenn ein Sombrens stirbt, wird eine Zeremonie abgehalten, bei der die Gemeinschaft ihre Erinnerungen an die verstorbene Person teilt. Diese werden dann als Teil eines Bewusstseinskonsortiums bewahrt, was als eine Art Unsterblichkeit betrachtet wird. Die Auswahl der Stille, Selectio Silenti. In regelmäßigen Abständen unterziehen sich Sombrens einem Ritual, bei dem sie sich vollständig isolieren, um ihre Gedanken von äußeren Einflüssen zu reinigen. Diese Prüfung dient dazu, die Stärke ihrer telepathischen Fähigkeiten zu bestätigen und ihre Fähigkeit zur Introspektion zu erweitern. Diese Rituale und Bräuche spiegeln eine Gesellschaft wider, die sowohl die kollektive Symbiose als auch die individuelle Entwicklung schätzt und gleichzeitig den Wert der Stille und des Unaussprechlichen betont. Die Sombrens sind fest in ihren Ritualen und Bräuchen verankert. Ihr höchstes Ziel als Telepathen ist es, mit einem anderen ihrer Art über große Distanzen zu kommunizieren. Als sie herausfinden, dass der Gouverneur der Raumstation Celesta im Besitz einer Technik ist, die es ihnen ermöglicht, eine unüberwindliche Barriere zu durchbrechen, um an einen heiligen Ort auf ihrem Heimatplaneten Zephyrion zu gelangen, sind sie entschlossen, diese zu entwenden, um an den heiligen Ort zu gelangen. Der Eingang zu dieser heiligen Stätte wurde von den Vorfahren der Sombrens erbaut, jedoch wurde das Geheimnis des Zugangs nicht überliefert. Diejenigen, die es versucht haben, sind nie zurückgekehrt. Zur gleichen Zeit auf Durox. Als Henry schließlich Talia von seiner wahren Veränderung erzählte, brach zunächst Panik unter den Schwestern aus. Die Autreska waren von Natur aus sehr langlebig, was Talia immer belastet hatte, da sie wusste, dass sie Henry lange vor ihrem eigenen Ende verlieren würde. Doch als Henry ihr dann offenbarte, was mit ihm geschehen war, löste dies sofort Panik in ihr aus. Wie sollte sie ihn beschützen? Wie sollte es für ihn weitergehen? Die Schwestern sahen nur eine Lösung, Nachwuchs, der Henry dann beschützen sollte. Nachdem sich die Gemüter etwas beruhigt hatten, erkannten sie, dass dies nur eine vorübergehende Lösung sein konnte. Dennoch wurde das Thema Nachwuchs weiterhin von den Schwestern heftigst diskutiert. Dann erst schlugen Verena und Pepper die Synthetisierung vor.
Die Autresca wollten darüber beraten, ob sie diesen Schritt gehen sollten. Henry hatte den Eindruck, dass einige von ihnen damit nicht nur liebäugelten, sondern ihre Chance sahen, ihn auf diese Weise für sich zu gewinnen. Dieses Thema erwähnte Henry nicht einmal ansatzweise gegenüber Talia. Mitten in der Nacht ging ein Hilferuf von der Raumbasis Celesta ein. Es war niemand geringer als Henrys alter Freund Touch. Über die ganzen Jahre seit ihrem ersten Treffen hatten die beiden Männer eine tiefe Freundschaft gepflegt. Henry versorgte Touch regelmäßig mit Gütern. Im Gegenzug behielt Touch die einzige Teleporter-Einheit, die es außerhalb des Schwarms gab, in seinem privaten Besitz. Henry, mein Freund, ich brauche Hilfe sofort. Ich bin gerade noch in meinen sicheren Raum gekommen. Ich weiß nicht, wie lange Sie brauchen, bis Sie mich finden. Bevor dies passiert, werde ich meinen letzten Teleport in den Energiekern tätigen. Ich hoffe inständig, dass du rechtzeitig da bist. Henry alarmierte sofort die Spezialkräfte, zu denen mittlerweile die Phantomjäger, die neuen autriskanischen Jäger und Aura gehörten. Mit dieser kleinen, aber schlagkräftigen Einheit hatte Henry die Verteidigung von Durox erheblich gestärkt und den Autresca das Zugeständnis gemacht, immer in seiner Nähe sein zu können. Ich starte das System. Flugkontrolle, die Systeme reagieren normal. Ich leite jetzt die Startsequenz ein. Ein Flugkorridor ist bereit. Die Reaktoren reagieren normal. Flugkontrolle, ich starte jetzt die Triebwerke. Startfreigabe. Start nach eigenem Ermessen. Danke, Flugkontrolle. Guten Flug. Seit dem Notruf und dem Start der Spezialeinheit waren nur 15 Parsec vergangen. Dank Aura konnte der gesamte Kampfverband auf einmal den Phantomtunnel nutzen. Zwei Co-Piloten und Talia kommen mit mir mit. Der Rest von euch behält die fremden Schiffe im Visier. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Los, Schwestern. Nicht wartet. Ich sagte, ihr sollt warten. Das tut richtig weh. Wow, mein Kopf. Ich fühle mich wie betrunken. Bis Talia und ihre Schwestern wieder einsatzbereit waren, konnte Henry nicht warten. Ich hoffe, ich störe nicht. Henry packt die verbliebenen Sombrents mental und zwingt sie auf die Knie. Das, was ihr stehlen wolltet, gehört mir. Du kannst uns nicht ewig festhalten. Ja, richtig, weil ihr vorher sterben werdet. Ich möchte in deinen Geist sehen. Ich kann es mir mit Gewalt nehmen. Oder du lässt es zu. Nehmt meinen Geist, ich bin die Älteste. Beim Erforschen von Layas Gedanken machte Henry eine für ihn erschreckende Entdeckung. Er fand in Layas Gedanken eine Erinnerung von einem in Stein gemeißelten Relief, auf dem er selbst mit den Autresca, den Phantomjägern und Aura zu sehen war. Er kämpfte gegen ein ihm bekanntes Schiff, der Vorikander. Dies war ein uralter heiliger Ort der Sombrenths. Nur wenige auserwählte Führer der Gemeinschaft, zu denen auch Leija gehörte, durften diesen Ort betreten. Er las in Leijas Gedanken, dass sie ihn sofort erkannt hatte. Ich werde euch nach Zephyrion begleiten. Wir werden sehen, was ich für euch dort bewirken kann. Vielleicht kann ich für euch das Portal öffnen.
Henry wies über das neuronale Netzwerk Verena an, zwei Drohnen-Schlachtschiffe zum Schutz von Celeste abzukommandieren. Dann verabschiedet er sich von seinem Freund Touch und folgte mit seiner kleinen Spezialeinheit den Schiffen der Sombrens zu ihrer Heimatswelt Zephyrion.